herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute wollte ich euch mal ein bisschen was erzählen über das Thema der richtige Zeitpunkt. Ja, also wie ihr wisst, habe ich in diesem Jahr mich unglaublich weiterentwickelt und habe auch viele Schritte getan, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie tue. Und ja, da habe ich dann einfach so zu meiner Mom vor kurzem erst gesagt, ich habe ja jetzt eine neue Pflegerin, die ich übrigens ultra gern mag. Und ich habe zu ihr gesagt, dass es eigentlich echt cool ist, dass ich jetzt inzwischen einfach gar keine Probleme mehr habe, mit jemandem außer ihr vor die Tür zu gehen. Dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, das liegt aber nicht nur daran, dass du einfach eine neue Pflegerin hast, sondern es liegt auch daran, dass du den Schritt in die Entwicklung zu tun. Und ja, da ist mir einfach so aufgefallen, wie oft man so Schritte tut, und zwar dann, wenn man es nicht erwartet und wie lange man davor schon dran arbeitet und damit kämpft und ja, wie lange man braucht, bis man so bereit ist, so einen Schritt zu tun und wie oft man so gerne hätte, man wäre schon früher soweit. Und ja, darüber wollte ich heute einfach ein bisschen erzählen. Also, was ich jetzt einfach mal erzähle, ist vor ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so, ich muss so zwischen 8, 17 bis 20 gewesen sein. Da hatte ich eine Phase, da hatte ich total die Welt da draußen satt, wirklich. Da wollte ich auf keinen Fall mehr mit der Welt da draußen zu tun haben. Und damals habe ich mit meiner Mutter und meiner Babette den Deal gemacht, ja, also einmal die Woche gehe ich raus zur Babette und das war's dann. Und dann will ich nichts mehr von der Welt da draußen wissen. Und ja, ich bin bis heute riesig froh, dass sich die beiden auf diesen Deal eingelassen haben, weil ich glaube, dieser Deal war ein Teil ausschlaggebend dafür, wie ich heutzutage mich entwickelt habe. Und ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen weiter. Auf jeden Fall war es dann damals so, dass ich dann glaube, ja, ich weiß nicht, zwischen einem Jahr und zwei Jahren habe ich diesen Deal auch wirklich durchgezogen. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich habe damals dann auch meiner Mutter immer Einkaufslisten geschrieben, die waren so lang, auf denen stand da alles, was ich gebraucht habe, von oben bis unten drauf in Einzelheiten geschrieben. Und ich habe da im Nachhinein, ist das total gesponnen, und ich dachte dann immer so, ja, Hauptsache ich muss nicht raus in diese Welt da draußen, in diese furchtbare Welt da draußen. Und ja, irgendwann ist es dann so gekommen, dass ich allerdings mal bei Babette zu Besuch war. Und dann habe ich unbedingt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube, ich habe Käse gebraucht. Und also gehen wir jetzt mal einfach davon aus, ich habe irgendwas ganz Wichtiges für ein Rezept gebraucht und es war nicht da. Und dann habe ich einfach hat Babette gesagt, also der Laden da oben bei uns in der Nähe hat noch offen, aber wir müssten da jetzt halt hinlaufen. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann gesagt, okay. Und dann bin ich dann das erste Mal seit Ewigkeiten wieder mal wirklich in die Welt da draußen gegangen. Und ja, dann in der Woche darauf habe ich dann auch schon meinen ersten Einkaufszettel mit so 4, 5 Punkten, einfach nur so kleine Punkte gehabt, wo ich geschrieben habe, ich glaube Milch, Butter, Sahne und Ei. Und dann habe ich dann zu Babette gesagt, könnten wir das vielleicht dann in dem Laden wieder kaufen gehen. Und dann, das ist nämlich das Interessante, kurz danach bin ich dann das erste Mal in Rossmann gegangen. Und ja, da bin ich dann auch regelmäßiger hin und urplötzlich hat sich mein Leben komplett verändert, weil dann bin ich irgendwann im Rossmann Theo begegnet. Und es war einfach so dieses, wenn ich mal so drüber nachdenke, hätte ich in diesen ganzen Zeit, wo ich da gesagt habe, ich will nicht in die Welt da draußen, zum Beispiel, also wäre ich rausgegangen und hätte dann zwei Jahre später mich erst entschieden dazu, nicht mehr rauszugehen, dann wäre ich nie Theo begegnet. An dieser Stelle, hi Theo! oder sowas wie, wenn ich dann nicht mich entschieden hätte, dann doch wieder rauszugehen und diesen Schritt dann getan hätte, dann wäre ich auch nie Theo begegnet. Wow, das klingt jetzt voll so nach dem Motto, dass, als ob Theo der Mittelpunkt meines Lebens wäre. Aber es ist halt eben gerade das Beispiel, das ich euch habe. Aber ja. Aber es war einfach auch so dieses, ja,
auch andere Punkte, die so besonders waren. Es war auch so dieses Erlebnis, wo ich dann, nachdem ich rausgegangen bin, das erste Mal mit Babette wo weiter weg hingefahren bin. Da habe ich dann so dieses tolle Kochbuch entdeckt mit Wahnsinns-Nudelrezepten. Und wenn ich nie rausgegangen wäre, hätte ich auch nie diese Nudelrezepte ausprobiert und hätte ich nie entdeckt, dass ich total der Fan von Gorgonzola bin. Und es ist einfach so dieses, manchmal braucht es einen anderen Zeitpunkt, um etwas zu tun. Und manchmal braucht es auch einfach einen Zeitpunkt, wo man mal sagt, ich bleibe stehen, ich will jetzt nicht weiterlaufen. Ein Moment, wo man einfach sagt, hier und jetzt ist erstmal Schluss, ich kann gerade nicht mehr. Und dann muss man auch einfach mal so sein und sagen können und so, ja, wie sage ich das jetzt am besten, so hoffen, dass man so viel Verständnis bekommt wie ich, dass man eben einfach gerade nicht mehr kann. Dass einfach die Welt da draußen einem kompliziert wird, dass man einfach gerade nicht rausgehen will, dass man einfach gerade nicht bereit ist, sich weiter in diesem Punkt weiterzuentwickeln. Weil in diesen 2 Jahren war ich natürlich nicht untätig. Ich habe unglaublich viel Innerhaustechnisches gelernt. Ich habe gelernt, wie man putzt. Ich habe gelernt, wie man den Abwasch macht. Ich habe mein Kochen verfeinert. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt einfach mal die Sachen gelernt, die man im Haus tun kann. Und es ist mir einfach diese Woche wieder mal so richtig bewusst geworden, dass ich, ja, ich habe es eigentlich total verdrängt, dass es wirklich mal so eine ganz lange Zeit meines Lebens gab, wo ich mich komplett geweigert habe, vor die Tür zu gehen. Wenn ich damals eine Pflegerin oder irgendwen gehabt hätte, der mir gesagt hätte, ich bin bereit, mit dir rauszugehen, wenn du möchtest, wir können auch mal ein bisschen wo weiter hinzugehen, wo ich dann gesagt hätte, nee, ich gehe nicht vor die Tür. Und das ist einfach so dieses Interessante, einfach so zu sehen, wenn ich jetzt heute zurückblicke, das ist einfach, ja, es ist so eine, für mich so Riesensache, was für andere jetzt wahrscheinlich total albern klingt, weil sie jeden Tag rausgehen, aber einfach mal wieder sich bewusst zu werden, dass es manchmal nur einen anderen Zeitpunkt braucht oder wie viele Dinge nicht passiert wären, wenn Sachen anders gelaufen wären. Also die Geschichte ist total lustig. Meine Mom und mein Dad sind sich insgesamt 3-mal begegnet, ohne miteinander je ein Wort geredet zu haben, bevor sie sich dann das erste Mal so richtig kennengelernt haben. Sie haben sich damals auf einer Reise in die Türkei kennengelernt und ja, sie sind sich 3-mal in unserer Heimatstadt haben sie sich getroffen. Und wenn sie sich irgendwann vorher kennengelernt hätten, was wäre dann gewesen, wenn mein Vater zu gestresst gewesen wäre oder unhöflich und er meine Mutter angeblöckt hätte oder meine Mom in dem Moment einfach überhaupt keine Lust gehabt hätte, mit ihm zu reden und sie dann sich nie wirklich kennengelernt hätten und sie dann nie zusammengekommen wären und sie dann nie geheiratet hätten und sie mich dann nie adoptiert hätten. Dann wäre ich heutzutage nicht hier und könnte euch von diesen Geschichten auf YouTube labern. Es tut mir leid, aber das muss man sich einfach mal so überlegen. Manchmal ist es einfach eine schöne Sache, mal drüber nachzudenken, wie das Leben verlaufen wäre, wenn man manche Zeitpunkte einfach verpasst hätte. Für mich auch so ein ganz schönes Beispiel ist meine Fingernägel. Also, ihr werdet einige sehen, ich habe Fingernägel. Entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber es ist auch was Besonderes. Ich war ungefähr 5 oder so, da habe ich angefangen, Fingernägel zu knabbern und ich habe nicht aufhören können und hatte wirklich so richtig kleine Ränderchen. Und ich weiß noch, bis heute bei meiner Kommunion, ja, ich glaube, es war die Kommunion, da wollte ich auf jeden Fall total schick sein. Und dann habe ich mir Handschuhe gekauft, weil ich einfach nicht wollte, dass jeder sieht, wie abgeknabbert meine Fingernägel sind. Und habe mir aber trotzdem auch vorgenommen, ich werde jetzt auf jeden Fall aufhören. Und ich habe wirklich alles damals versucht, zwischen ekliges Zeug draufschmieren oder ja, einfach die Finger in Handschuhe tun. Und trotzdem hatte ich so abgeknabberte Finger. Und irgendwann dann urplötzlich bin ich aufgewacht und hatte Fingernägel und habe es gar nicht gemerkt so richtig. Und dann war es einfach dieser Zeitpunkt da. Und seitdem habe ich immer Fingernägel. Und habe irgendwie aufgehört, an meinen Fingern zu knabbern. Ganz komisch.
Und manchmal sind einfach solche Kleinigkeiten, auch kleine Dinge, die den Unterschied machen. Manchmal muss man den richtigen Moment gar nicht sehen, sondern manchmal wird er einfach da. Und dann, wenn man ihn bemerkt, dann fällt es einem meistens nicht so richtig auf. Und ja, das ist auch was, was so ein bisschen, was ein so was Besonderes ist, was mich immer wieder überrascht. Wie manche schöne Momente, manche Momente, wo einfach wichtig sind für einen, einem gar nicht richtig auffallen, weil sie einfach passieren. Die großen Momente des Lebens, die bemerkt man erst im Nachhinein, wenn man mal so drüber nachdenkt. Deswegen habe ich euch diese Geschichte mit dem Rausgehen erzählt, weil für mich war das so eine Sache, wo ich gar nicht bemerkt habe, wirklich, dass da sich sowas Krasses innerhalb von 4 Jahren bei mir verändert hat und ich jetzt manchmal teilweise bis zu 5 Mal in der Woche rausgehe und es nicht mal wirklich so bemerkt habe, dass es, also es ist nicht so, dass ich jede Woche so oft rausgehe, kein Ding, oft gehe ich auch nur einmal in der Woche raus, aber dass es eben inzwischen so ist, dass ich von meinem, ich gehe strikt nur ein einziges Mal raus, also wählt, wann ich rausgehen soll oder was dann ist, weil mehr als dieses einmal gehe ich nicht raus, zu einem, ja, mal sehen, wenn ich eben zur Bank muss, muss ich zur Bank, vielleicht begleite ich meine Mom hier und da zu der Erledigung, einfach zu diesem, mal es anders betrachten, nicht mehr dieses, diesen, ja, wenn ich jetzt nur in dieser Woche 2 Mal rausgehe, dann könnte ja meine Mom oder irgendwer denken, dass ich bereit bin, wieder mehr zu machen, Druck raus bin. Und einfach mich entschieden habe, jetzt den Moment zu genießen. Und deswegen möchte ich euch einfach da draußen alle den Tipp geben. Manchmal hat man das Gefühl, dass der richtige Moment jetzt ist. Jetzt, sofort, gleich. Aber manchmal sollte man in dem Moment, wo man das Gefühl hat, der Moment ist richtig, nochmal einen Moment durchatmen und überlegen, ist es wirklich der Moment, wo für mich richtig ist? Oder überfordere ich mich jetzt, wenn ich hier diesen Moment nehme? Manchmal ist es auch schön, einfach nochmal einen Moment zu warten. Und wenn man dann gewartet hat und man dann nochmal alles betrachtet, dass es dann im Nachhinein betrachtet immer der richtige Moment war. Ja. Man kann natürlich bei richtigen Momenten auch immer, muss man immer aufs Bauchgefühl hören. Und ich bin jemand, wenn ich einfach das Gefühl habe, mein Bauch sagt mir, jetzt ist der Moment gekommen, dass du etwas zu tun hast, dann tue ich diese Sache auch. Sowas wie einfach dann wieder rausgehen mehr. Und ja, manchmal braucht man auch so ein Vogelmutter-Anstupsen aus dem Nest raus, dass einem jemand anders diesen Tipp gibt. Ja, also, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn du jetzt mal es versuchst. Aber es ist nie gut, wenn man dann dem anderen unter Druck setzt, nach dem Motto, du musst es jetzt auch packen, weil. Manchmal ist es einfach besser zu sagen, wenn du jetzt bereit bist, dann helfe ich dir. Wenn nicht, dann helfe ich dir auch in nicht bereit sein. Und wenn du dann bereit bist, bin ich auch da, um dir zu helfen und dich zu stützen und dir, ja, unter die Arme zu greifen. Weil manchmal kann sowas mehr helfen als 1000 Worte des Du schaffst es schon. Gut, das wollte ich euch heute erzählen. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob meine Message durchgekommen ist, weil ich bin etwas müde und ja. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, dass es durchgekommen ist. Ich würde mich interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder eben auf Twitter oder auf Facebook. Und ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.rietmeier@outlook.com. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!